Hallihallo, ich freue mich wie immer sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und heute möchte ich mit euch wirklich einen ganz, ganz, wirklich schlichten Kranz kreieren, herstellen für den Tisch. Und ich habe schon mal was vorbereitet, und zwar ist das Silberdraht. Und ich habe na, 2,5 Pflanzen dafür benötigt. Und den habe ich gestern einfach mit silbernen Draht aufgebunden auf einem Strohrömer. Hier habe ich einen Platzteller in Silber. Muss nicht Silber sein. Also ihr könnt gucken, was ihr da habt. Und schaut einfach mal. Und ich finde, was dieses Jahr gar nicht wegzudenken ist, Eukalyptus. Ich finde, Eukalyptus sieht toll aus und sieht auch noch toll aus, wenn das eintrocknet. Und ich starte jetzt einfach mal und rede nebenher. Ich habe jetzt hier so ein paar kleine Krampen. Ich werde mal die etwas längere Variante wählen und steck mir meinen Eukalyptus einfach nur in meinem Kranz ein, und zwar ohne großartig zu positionieren, sondern einfach nur im Kreis rum und Schere. Das Ende werde ich jetzt hier einmal entfernen. So, ich nehme mir jetzt hier schon einen neuen, also einen zweiten. Ich habe 60 Cent bezahlt auf dem Wochenmarkt für den Eukalyptus. Und das Schöne ist, es ist tatsächlich so, wie auch Silberdraht, also dieser Silberdraht, wird dieser Eukalyptus eintrocknen und dennoch wirklich immer noch gut aussehen. Das ist ja das, was ich auch persönlich mag, an diesen Silberdrahtkränzen, wenn es eintrocknet und immer noch gut aussieht. Ganz leicht nur befestigen. Gar nicht viel Druck. Ui, ja, gar nicht viel Druck. Und zack ist er ab. So, ich glaube, ich belasse es bei zweien und könnte immer noch einen nachlegen, wenn ich möchte, aber ich belasse es erstmal, weil ich habe hier noch solch eine Sukkulente und die lege ich hier mit hinein, weil ich finde, das ist irgendwie noch mal so ein kleiner Eyecatcher. Muss nicht. Also ihr müsst es nicht. Oftmals ist es in den Kommentaren, ach, das hätte ich ja weggelassen, ach, das hätte ich ja nicht. Und ja, also es ist ja kein Muss. Ihr könnt es mit einbringen, ihr müsst es nicht mit einbringen, das ist nur eine Idee. Ich persönlich finde, wenn dieses Jahr Eukalyptus geht, geht auch definitiv als Eyecatcher eine Speckpflanze. So, ich habe hier noch, ach, den wollte ich euch noch mal zeigen, so einen richtig süßen kleinen Sternanhänger. Und den habe ich gesehen und musste ich haben. Also den finde ich richtig süß mit diesem Engel da drauf. Und ja, ich positioniere mir den hier neben. Einfach auch nur als kleinen Blickfang, gar nicht unbedingt. Und eigentlich ist der Kranz auch somit schon fast fertig. Jetzt kann man in der Mitte eine riesengroße Blockkerze eingeben. Ich habe hier einmal so eine Dreidochtkerze. Die finde ich persönlich passt total. Aber man könnte natürlich auch so in diesem kalten Grauton bleiben und diese mit einbringen. Oder man kann einfach auch ein kleines Glas einbringen und wirklich in diesem Tiefdunkelgrauton bleiben. Und ich habe mich auch wirklich hierfür entschieden, weil ich einfach in diesem kalten, wirklich kalten Grauton bleiben möchte. Und ja, da gebe ich jetzt ein bisschen Schnee. Nee, andersrum. Ich möchte das Glas nicht einfach so belassen, sondern werde hier jetzt ein paar kleine Flöckchen aufmalen. Einfach nur, um dann noch mal ein bisschen
den Weißton nochmal aufheben und zum Zweiten, dass das Glas nicht einfach am Rand so nackelig aussieht. Das sind so diese Kinderflöckchen, die wirklich jedes Kind malen kann. Aber ich finde diese Flöckchen persönlich immer am allerniedlichsten. Also wer jetzt so richtig tolle Schneeflocken zeichnen kann, bitte. Ich kann es nicht. Und ich finde halt diese recht schlichten Kinderflöckchen total niedlich. Und wir sind damit auch schon gleich fertig. Und einen noch. Und dann sind wir einmal reihum. Und ich finde es ganz niedlich mit diesen Flöckchen dort am Rand. Und das ist auch abwaschbar. Das habe ich auch probiert. Ich hatte letztes Jahr leider das Pech, einen Stift genommen zu haben. Und konnte nachher leider den Stift vom Glas nicht mehr entfernen. Das war sehr schade. Aber dieser ist wirklich abwaschbar. Ein bisschen Spüli, ein Schwamm und schon geht's. So, ich habe ein bisschen Schnee unten mit eingegeben. Was ihr nicht glaubt, ich zeige euch mal eben was. Mal gucken, ob ich es eben ganz schnell parat bei Hand habe. Ja. Fällt mir gerade ein, habe ich ja auch noch eine rosane Kerze. Sieht auch schicko aus. Also auch das finde ich, geht immer. Ich lasse die, glaube ich. Ich lasse die rosane Kerze. Und zwar habe ich hier noch so Sterne. Und jetzt überlegte ich gerade, die habe ich auch in rosa. Die habe ich auch in rosa und bin gleich wieder da. Da wäre ich wieder. Ja, also wer diese rosa Kerze schicker findet, würde ich natürlich auch empfehlen, rosa Sternchen zu nehmen. Und die werde ich jetzt auch gar nicht mit Heißkleber befestigen, sondern einfach nur hier so mit hineinlegen. Und mir fällt gerade ein, ich habe letztes Jahr auch einen Kranz gehabt, auch mit rosa Stern drin, also auch mit rosaner Kerze, glaube ich, oder ich, nee, ich glaube grauer Kerze, aber auch schon mit rosanen Sternen. Und ich fand den total schön, so wie ich jetzt auch diesen hier total schön finde. Einfach so ein kleiner Eyecatcher, auch mit dieser Speckpflanze da drin. Die habe ich jetzt auch nicht weiter befestigt, sondern einfach nur aufgelegt. Die nimmt man, also ich werde sie nach den Weihnachtstagen tatsächlich, also im neuen Jahr auch wieder rausnehmen und wieder so in Erde legen oder auf Erde legen. Und ja, wenn man jetzt die graue Kerze wählt, dann vielleicht doch auch bei den kalten Farben bleiben, sprich diese Sterne wählen. Ich finde den Kranz total niedlich. Ich finde ihn so total hübsch. Werde ihn mir jetzt hinstellen. Werde es vielleicht noch mal ganz ein wenig drauf schneiden lassen. Und ja, somit können die Weihnachtstage kommen, die Vorweihnachtstage. Ich wünsche euch eine richtig tolle Vorweihnachtszeit, vor allen Dingen besinnliche Vorweihnachtszeit. Und ja, bleibt gesund. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko-Jana.